Und hiermit ein herzliches Willkommen beim Tuxer. Ja, hiermit ein herzliches Willkommen beim Tuxer. Heute in diesem Video geht es um Assembler. Ich schalte mal eben mein Commodore 64 an, damit ihr auch mal was, ein schönes Bild seht. Ich drücke einmal kurz Reset, damit wir im normalen Basic sind. So, bevor es aber losgeht mit Assembler, kurz zwei Sätze zu mir. Ich bin der absolute Assembler-Profi. Nein, nämlich gar nicht. Ich habe überhaupt keine Ahnung von Assembler. Ich kann vielleicht zwei, drei Sätze Basic und dann hört es bei mir auch auf. Dennoch interessiert mich die Sprache unheimlich, so dass ich die auf jeden Fall wenigstens nur so ein bisschen, nur so ein paar Sachen so erlernen möchte. Das ist mein Ziel. Irgendwie etwas auf dem Bildschirm poken, was auch immer halt. Ne? Es soll nichts Wildes dabei herumkommen. Einfach nur so absolute minimale Basic. Das ist so mein Ziel. Das möchte ich nicht heute erlernen, sondern das ist ein langfristiges Ziel. Ne? Weil ich weiß, es ist nicht ganz so einfach. Und ich habe mir auch schon diverse Videos dazu angeschaut. Zum Beispiel dann über den Nerdroom. Der wirklich super erklärt und ich auch viele Sachen wieder verstehe. Aber so die ganz einfachsten Sachen. Zum Beispiel, was ist ein X-Register? Was ist ein Y-Register? Was macht das? Man kann da Zahlenwerte reinschreiben, wieder rausholen. Ja, okay, aber was bewirkt das? Solche ganz banalen Grundsätze, da habe ich null Ahnung von. Natürlich habe ich mich auch im Internet mal schlau gemacht. Ich schalte mal eben um. Zum Beispiel, wenn man auf der Seite C64 Wiki reingeht, findet man jetzt schon einiges an Code, einiges an Beschreibung. Da bin ich ganz ehrlich, da habe ich auch noch nicht reingeschaut. Die Sachen, die werde ich auf jeden Fall mal angehen. Aber bevor man damit anfängt, muss man sich natürlich erstmal mit dem Speicher beschäftigen. Ah, da stand es gerade. Speicherbelegung. Speicherbelegung, genau. Das ist das A und O. Wie überhaupt der Commodore aufgebaut ist, weil jedes Assembler richtet sich natürlich auch nach der Hardware und ist dementsprechend genau anzupassen. So ist der Commodore aufgebaut, das verstehe ich auch. Hier ist der Kernel, da habe ich erstmal nichts drin zu suchen. Da fangen wir hier mal ganz unten an. Hier wäre die Speicheradresse 0 und die geht dann weiter bis 65.535. So, hier habe ich meinen Basic-Bereich. Hier kann ich alles im Basic reinschreiben. Hier ist das Basic-ROM. Den Speicherbereich kann ich auch nicht benutzen. Und hier haben wir zum Beispiel die Zero-Page. Damit kann man wohl etwas anfangen, was auch immer. Und hier wäre der Bildschirmspeicher. So, von 1024 bis 2048. Und damit möchte ich mich auch als erstes beschäftigen, dass ich da und dementsprechend dann etwas darstelle. Die anderen Bereiche, die interessieren mich jetzt erstmal nicht. Hier ist einmal in Hexadezimal aufgeschrieben und einmal in Dezimal. Das wäre dann hier Bildschirmspeicher. Gehe ich mal auf Details. Bestimmte Bereiche sind nur für den Sprite. Die lasse ich auch erstmal außen vor. Ich werde mich jetzt nur um die Bereiche 1024 bis 2032 kümmern, um dort auf dem Bildschirm irgendetwas darzustellen. So, das wäre praktisch jetzt hier unser Bildschirm. Das habe ich auch verstanden. 1024 bis 2023 und hier kann man dementsprechend dann etwas reinschreiben. Entweder über diesen Poke-Befehl oder das Ganze natürlich dann über Assembler-Code. Und das möchte ich jetzt versuchen. Das wäre jetzt so meine erste Challenge. Das nehme ich mir jetzt hier so ein bisschen so zur Hilfe. Ich denke mal, das brauche ich und dann brauche ich noch die Zeichentabelle. Genau, Zeichentabelle. Die gibt, genau, die meine ich hier. Damit ich weiß, welcher Zahlenwert zumindest in Dezimal hinter jedem Zeichen steckt. Wenn ich zum Beispiel jetzt irgendwas schreiben will, ich will jetzt einfach nur schreiben Auto, dann brauche ich einmal die 1 und dann brauche ich natürlich ein U. Das wären dementsprechend dann die 21 und T20 und so weiter. Gut, ich würde sagen, ich fackel jetzt nicht hier lange rum. Ich probiere das Ganze einfach mal aus. Gut, und jetzt möchte ich ja ein Assembler-Programm schreiben. So, wie komme ich da rein? Entweder auch wieder über dieses Bar-Menü, Joystick in die Hand und dann könnte ich einmal auf Monitor klicken. Können wir mal eben machen. Zack. Und dann wäre ich schon im Assembler drin oder im Monitor, Assembler-Monitor drin. Mit X komme ich wieder raus.
Oder ich drücke, ich glaube, das war Shift F2. Genau, Shift F2, dann wäre ich auch drin. So, gehen wir mal wieder rein. Und ich habe da ein paar schöne Zeilen gefunden. Jetzt möchte ich ganz gerne 2 Zeilen Assembler programmieren. Ich möchte ein A zaubern. Gib mir ein A. Gib mir ein A. Das sind 1, 2, 3, 4, 5 Zeilen Code. Die oberen 5 könnt ihr lesen. Das ist ein bisschen dunkel für euch, ne? So, müsst ihr mir einfach mal glauben, das ist Assembler Code. Da steht geschrieben: Eingabe A1000. So, dann Leerzeichen LDA. Das steht für Lord Akku, Akkumulator. So viel weiß ich auch schon. Dann Raute Stern Dollar 01. Enter. So, damit hätte ich einen Akkumulator, hätte ich jetzt den Wert 1 gepackt. Weil standardmäßig sieht man ja, dass Akkumulator, was steht da jetzt bei AC, steht 8D jetzt drin, ne? Das müsste sich ja eigentlich gleich geändert haben. Ich gebe den Code mal weiter an. Jetzt kommt, das hat er schon gemacht mit den A1002. Jetzt kommt STA, Leerzeichen, Dollar 400. So, so ist es abgedruckt hier. Kann ich euch nochmal ganz kurz zeigen, weil hier ist nämlich schon der erste Fehler auf dem Papier hier. Da könnt ihr das lesen. Da. So, das funktioniert so nicht. Denn hier muss noch eine 0 rein. Auf jeden Fall muss man bei diesem Monitor darauf achten, dass man wirklich dementsprechend eine vierstellige Zahl hat. Dann nimmt ihr das auch an. Da habe ich nämlich auch geflucht und ich habe schon Selbstzweifel gehabt. So, und jetzt kommt wieder Lord Akkumulator Raute Sternchen 07. Enter. Drin. Genau, jetzt kommt die Zeile 7. STA Dollar D 400. Sieht gut aus. Und dann kommt ein Break. Break heißt einfach nur Ende. So, jetzt wäre das Programm beendet. Wenn ich jetzt X drücke, genau, dann wäre ich wieder raus. So, das kann ich mir mit deassemblen. Kann ich mir alles wieder anzeigen. Da muss ich Ihnen jetzt sagen, als Beispiel wie so ein List-Befehl, 1000 bis 1000, wie ist da der letzte Buchstabe? 100A. So, das wäre jetzt mein Programm. Genau, und jetzt habe ich hier vorne ein Komma stehen. Jetzt könnte ich theoretisch hier drin auch weiter editieren. Habe ich zumindest gelesen, habe ich noch nicht ausprobiert. Ich drücke mal One Stop, weil irgendwie möchte ich jetzt hier wieder rauskommen. Ich drücke mal Enter. X, ja, X wäre ich wieder draußen. Gut, und jetzt starte ich es einfach mal. Also wenn jetzt alles richtig funktioniert hat, kann ich mit G, Startadresse ist 1000, kann ich jetzt meinen Assembler-Code starten. Und dann müsste eigentlich oben links in der Ecke müsste ein A stehen. Nein, tut es nicht. Was habe ich da jetzt falsch gemacht? Ich mache nochmal G1000. Oh, oder er springt zu schnell wieder rum. Warte, ich gehe hier mal ganz raus. Gehe wieder hinein und sage ihm jetzt G1000. Ja, ich habe ein A. Ich habe zwar kein gelbes A, aber ich habe immerhin ein A. Gestern war das A noch gelb. Und heute ist es dementsprechend nicht gelb. So, jetzt versuchen wir mal den Code ein wenig zu verstehen. Ich drücke wieder D1000 bis, nenne ich 100, 1000 bis 1000A oder beziehungsweise bis 100A. So, das ist ja mein Programm. Jetzt habe ich die Möglichkeit, gehe nochmal kurz raus. So, wenn ich jetzt Dollar eingebe. Oder Raute. Nee, Dollar, ne? Erstmal überlegen.
Wenn ich jetzt wissen möchte, was bedeutet $0,01, dann kann man das Ganze umrechnen lassen. Da muss man auch wieder aufpassen. Vierstellig. Das nimmt das wieder nicht an. Genau, dann sagt er mir, Dezimal ist gleich, jetzt muss ich mal kurz gucken, was ist Dezimal, was ist Hex? Was ist Hex? Da steht ja auch alles drin. Also, Raute ist Dezimal und Dollar ist Hex. Ah, okay. Deswegen verstehe ich den ersten Wert nicht, den ersten Eintrag. Ich gehe eben noch mal ganz kurz hoch. Wir haben ja eingegeben, Dezimal in Hexamal umwandeln und dann Hexamal in Dezimal umwandeln. Und dann 0,1. Okay, ich nehme das jetzt einfach mal so hin, genau wie hier. So, was mich jetzt interessieren würde, er hat da oben jetzt hat er ein A hingepokt. Das ist halt eigentlich die Speicheradresse 1024. Und irgendwo in meinem Code muss jetzt 1024 stehen. Also, da war es nicht. Jetzt gebe ich mal ein 400. Also ich bin nicht in der nächsten Zeile, ich bin in der Zeile 1002 oder im Register 1002 besser gesagt. Da haben wir es schon gefunden. Da haben wir ihn schon gefunden. So, und jetzt möchte ich eine Stelle weiter nach rechts springen. Das heißt, ich möchte auf 1025. Was ist 1025? Müssen wir wieder umrechnen. 1025. Das wäre einfach eine Stelle mehr. So, ich gucke mal, ob ich das jetzt hier einfach so ändern kann. Wenn ich jetzt hier eingebe 401, drücke Enter. Nein, das geht so nicht. Das geht so nicht. Also A1000, gebe ich einfach nochmal neu ein. So, jetzt stehen aber da schon andere Werte. Ne, die Zeile will ich ja gar nicht. Ich will ja die zweite Zeile. Also 1002. STA Dollar 0401. So, das wäre jetzt praktisch mein neuer Code. Ich gehe mal hier ganz raus, gehe wieder rein und lass mir das Ganze nochmal anzeigen. Wenn da möchte ich ja alles sehen. Bis Zeile, welche war das? Genau, diese 100A war das. So, das wäre ja mein ganzer Code. Und er hat es schon mal übernommen. Das ist schon mal sehr gut. Jetzt gehen wir hier wieder raus und sagen ihm Go 1000. Weiß er überhaupt Go? Ich habe mir einfach so gemerkt. Go für Run, für Starte. Was steht hier? Ja, Starten des ML-Programms. Go, ja, Go ist richtig. Go 1000. Und das A ist um eine Stelle nach rechts gesprungen. Ist das nicht herrlich? Ist das nicht herrlich? Wie bekomme ich denn ein zweites A denn hin? Ich programmiere einfach mal so ein bisschen so Freischnauze. Ich lasse mir nochmal alles anschauen. D1000 bis 100A. So, das Break muss dann natürlich weg. Break heißt ja so viel wie Ende. Meine ich zumindest. So, ich möchte ein nächstes A haben. Dann müsst ihr eigentlich nur eingeben ST. Ja, das ist die gute Frage. STA Dollar 0402. Das wäre die nächste Stelle. Aber ist das denn richtig? Achso, hier muss auch noch ein A vor. So, jetzt gibt er das ein. So ist es drin. Jetzt lassen wir uns das Ganze nochmal anschauen. D1000 bis 100B, ne? Eigentlich müsste das jetzt 100B sein, ne? Ja, ist drin. Ich sehe gerade, hier ist etwas falsch. Da muss auch D800 stehen und hier steht D400. Okay, dann gehen wir das nochmal ein, machen hier ein A vor. Ich mache einfach mal jetzt hier eine 8.
So, jetzt machen wir das Ganze nochmal. D1000 bis 100B. Ups. Ich sollte auch 1000 ganz schreiben bis D. Bis 100B. So. Es ist drin. Es ist drin. Vielleicht habe ich ja jetzt ein gelbes A. Vielleicht habe ich ja jetzt ein gelbes A. Also ich muss aber noch die nächste Zeile muss ich auch noch haben. Hier muss ein Break rein. Oh, was hat, ach so, ja, ich vergesse das immer wieder. Hier muss, wenn ich was eingeben will, muss hier mal ein A stehen. So. So, dann machen wir nochmal Go. Ich starte aber von oben. Go 1000. Dann hätte ich ein A und ein G. Ja, ist auch schön, ne? Auf jeden Fall hat er schon mal die richtige Stelle erkannt. Ich wundere mich jetzt nur, warum er ein G nimmt und nicht ein A. Gehen wir der Sache noch ein bisschen auf den Grund. D1000 bis 100B war das, ne? Genau, und bei 100D war schon da nur Break. So, was macht er denn hier? Er lädt den Akkumulator mit dem Wert 1. Der Wert 1 ist ein, ja, ist ein A. Und printet dann genau das Zeichen $7, das siebte Zeichen. Das können wir im Basic-Dom einmal testen. Ne? Print CHR $7. Wenn das jetzt ein G ist, dann habe ich es verstanden. Poke 1024,7. Ja, so war das. Also ist das Zeichen 7. 7 ist ein G. Ja, jetzt so langsam verstehe ich zumindest die ersten kleinen Mini-Befehle von Assembler. Gut, das soll es auch an der Stelle gewesen sein. Ich werde mich auf jeden Fall noch ein bisschen intensiver mit Assembler-Programmierung beschäftigen, weil ich finde das sehr interessant, wie man so die Werte so in den Speicher reinkloppen kann, im wahrsten Sinne des Wortes. Und genau, wenn ihr vielleicht auch noch mal so ein paar Ideen habt, wo man das gut lernen kann. Ich habe zwar schon diverse Videos gesehen hier von dem guten Nerdroom. Kann ich euch mal kurz den Desktop zeigen. Da bin ich jetzt dran. So, auf YouTube mal guckt. So, der Kollege Nerdroom, der hat jetzt hier in seiner Playlist, also auf seiner Seite hier bei YouTube, hat er schon diverse Assembler-Kurse schon angeboten. Wie man sieht, bin ich ja auch schon aktiv mit dabei und versuche das Ganze so ein bisschen nachzuvollziehen. Leichte Kritik von meiner Seite aus, weil ich habe nämlich überhaupt keinen Plan von der ganzen Geschichte und da geht er mir doch ein bisschen zu wenig jetzt hier auch auf die einzelnen Sachen ein, was das überhaupt macht. Er sagt zwar, das heißt Lord Akkumulator und so weiter und dass das eine Zahl ergibt, nur wofür ist die Zahl halt? Ne? Das ist leider nicht ganz verständlich für mich, obwohl er es natürlich sonst super macht. So, und wie gesagt, auf dem Level bin ich jetzt hier gerade, dass ich wirklich nicht genau weiß, was die Zahlen genau bewirken, sage ich mal. Das habe ich ja gerade schon herausgefunden, dass zum Beispiel die Zahl 7 für den Buchstaben ist und sowas zum Beispiel. Solche Informationen fehlen jetzt hier leider noch, aber vielleicht kommt ja auch noch da eine nähere Erklärung. Ich habe da erstmal angefangen, ich bin bei Minute 26 und versuche mich da auf jeden Fall so ein bisschen hineinzufuchsen. Schaut beim Nerdroom auf jeden Fall auch mal rein. Der macht echt klasse Videos. Ja, das soll es an der Stelle gewesen sein. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und verabschiede mich jetzt und sage bis zum nächsten Mal. Glück auf!